Dögl, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. So, jetzt bei mir, kurz nach dem Spiel gegen den Hamburger Sportverein der zweiten Runde des DFB-Pokals, Toni Lindner. Toni, auch der einzige Spieler aus dem aktuellen Kader, der zur Einweihung des Stadions am 20. September 2011 hier mit dabei war, wo es auch gegen den HSV ging, damals gegen so eine B-Truppe eigentlich der Hamburger, weil es da schon damals eine Krise gab, heute gegen, schon gegen die beste Truppe, die sie momentan haben. Wer war besser, die damals oder die heute? Ja, schwierig jetzt am Spiel sozusagen. Ich glaube einfach, dass wir uns heute ein Stück weit selber geschlagen haben, was vielleicht damals nicht so war. Ich denke heute, wenn wir sehen, wie wir die Tore bekommen und Fabi da ein bisschen auch in Stich lassen, da dreimal den Mann auf den Torhüter drauf zuläuft, dann ist es einfach zu viele Fehler, die wir, sag ich mal, in den letzten Wochen nicht gemacht haben. Und somit verlierst du dann auch das Spiel gegen eine Bundesligist, was natürlich trotzdem nicht riesentragisch ist, weil ich sag mal, umsonst spielen sich zwei Ligen höher und müssen halt, wie gesagt, zusehen, dass wir jetzt nächste Woche wieder oder beziehungsweise jetzt am Wochenende wieder angreifen und uns wieder auf die Liga konzentrieren. Sie ist ja im Vorfeld mit breiter Brust jetzt, viele Spiele ungeschlagen. Ich hatte so den Eindruck, die ersten 20 Minuten wart ihr sehr nervös. Da fiel dann auch noch ein relativ schnelles 1:0 aus dem Konter eigentlich heraus für die Hamburger. Täuschte das oder war wirklich die Nervosität zu spüren? Ja, was heißt die Nervosität? Ich sag mal, klar, man sieht ja schon, wie der Lasogga da vorne unerbärmlich jeden Ball nachjagt, was auch in der Bundesliga so macht. Das macht er gut, deswegen macht er heute auch, glaube ich, zwei Tore. Ein Tor macht er heute, genau. Und ich denke, wir machen einfach, wie gesagt, nochmal zu viele individuelle Fehler, die wir heute gemacht haben. Zu einfach haben wir uns da ausspielen lassen. Unnötig auch reingekrätscht, wo es vielleicht nicht nötig war. Und mit den Fehlern wirst du halt bestraft. Im Hinblick jetzt auf das Spiel gegen Osnabrück, was ja ein wichtiges ist, wo ihr zu Hause natürlich wieder punkten wollt, ist es da gut, heute 4:0 verloren zu haben oder wäre es besser gewesen, vielleicht nach Elfmeterschießen zu verlieren? Ja, ich glaube, schöner wäre es gewesen, wenn wir heute gewonnen hätten, um noch eine Runde weiterzukommen, was wir uns alle gewünscht haben. Aber ich sag mal, das ist schon eine Sensation, die man da schaffen muss. Da muss auch alles stimmen. Hat heute leider nicht. Versuchen wir natürlich nächste Saison, versuchen wieder den Landespokal zu holen, um dann wieder die Chance haben, im DFB-Pokal weiterzukommen und dann, wie gesagt, weniger Fehler zu machen einfach. Oder unter die ersten vier kommen. Das wäre ein Traum. Toi, 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 Toni. Ich wünsche was. So, jetzt bei mir Marvin Ayani zur Halbzeit gekommen. Marvin, da stand es 0:2. Trotzdem hattet ihr euch noch eine Menge vorgenommen. Dann kam es zu dieser Situation, wo du unmittelbar daran beteiligt warst. Der René Adler kommt raus und ich weiß nicht, ob er den Ball überhaupt gesehen hat. Jedenfalls dich hat er gesehen und hat dich eigentlich da klar weggeräumt. Was sagst du? Gelbe Karte gerechtfertigt oder hätte es rot sein müssen? Ja, also wenn er jetzt der letzte Mann war, würde ich sagen rot. Ich habe jetzt halt nicht gesehen, was in der Mitte war. Ball berührt er halt auch gar nicht und senzt mich einfach nur komplett um. Ja. Aber er hätte dich auch eigentlich auch so treffen können, unabhängig des letzten Mannes, wenn er dich jetzt wirklich da richtig brutal trifft, dann bist du so verletzt, dass du nicht mehr weiterspielen kannst. Das ist mal ganz ehrlich, also für mich in dem Moment eigentlich völlig unabhängig, ob du letzter Mann bist, das war für mich eine klare Tätigkeit, weil so wie er an dich reinspringt, auch wenn es sicherlich nicht meine Absicht war, aber er begeht die Tätigkeit, rote Karte. Ja klar, also geht natürlich alles ins Gesicht. Habe auch Schmerzen, also natürlich war schon ein hartes Foul, aber wenn der Schiri das so entscheidet, kann man ja nichts ändern. Okay, am Ende 0:4, relativ deutlich. Ich habe über weite Strecken das nicht gesehen, dass es so ein deutlicher Unterschied war. Was sagst du zum Spielverlauf? In der ersten Halbzeit konntest du es von draußen beobachten, zweite Halbzeit selbst auf dem Platz. Ja, die Hamburger haben halt die Chancen, die sie hatten, haben sie halt natürlich top genutzt und natürlich muss dann irgendwann aufmachen. Du kannst ja dann nicht mehr dich nur aufs Verteidigen konzentrieren, sondern musst auch noch mal probieren, was nach vorne zu machen. Ja, und dann haben sie es einfach gut ausgespielt. Einmal dein Gegenspieler jetzt in der zweiten Halbzeit, war ja in der ersten Halbzeit schon der Linksverteidiger, Douglas Santosch heißt der junge Mann. Ich glaube, den haben die verwechselt mit Douglas Costa. Das war er nicht. War der so langsam oder bist du so schnell? Ja, ich glaube schon, dass ich eine gute Schnelligkeit habe. Vielleicht war ich einfach ein Tick schneller. Ja, denke ich mal. Okay, jetzt natürlich, man muss abhaken, 0:4. Am Wochenende geht es weiter gegen Osnabrück. Ihr habt euch eine Menge vorgenommen. Was funktioniert gegen Osnabrück besser, was heute nicht so funktioniert hat?
Ja klar, also heute war ja erstmal ein Bonusspiel und jetzt natürlich zählt die Liga. Ja, gegen Osnabrück muss man natürlich ja versuchen, besser ins Spiel zu kommen. Klar, es war ein Erstligist, muss man immer noch sagen, auch wenn sie nicht zurzeit gut in der Saison sind, aber ist immer noch natürlich ein Erstligist. Und ja, dritte Liga ist natürlich wieder ein bisschen anders, kann man schon sagen. Und da werden wir natürlich auch wieder versuchen, das Spiel zu machen und das Spiel zu gewinnen. Marvin, viel Glück für Samstag. So, jetzt bei mir unser Trainer Rico Schmidt. Rico, ihr hattet euch extrem viel vorgenommen. 0-4 am Ende, deutliches Ergebnis. Was ist nicht so gelaufen, wie du dir als Trainer, wie sich die Mannschaft das vorgestellt hat? Ja, schon das extrem viel vorgenommen. Vielleicht hat man etwas weniger vornehmen sollen. Man hat ja auch die Euphorie vor dem Spiel gespürt. Und da geht was. Hamburg hat das hochprofessionell gespielt, robust und ganz einfach Fußball gespielt. Anders als wir es bis jetzt gespielt haben in der Liga. Wir haben alles dafür getan, haben gearbeitet, die Jungs, die Spieler. Kleinigkeiten machen dann so ein Spiel aus und wir konnten jetzt so diese gute Atmosphäre, dieses Kribbeln hier im Stadion, gerade so in die Anfangsphase schon mal nicht mit reinnehmen. Das 0-1 hat uns schon mal so den ersten Zack-Schlag gegeben, weil logischerweise, wir wollten es eng halten. Hamburg, wir gucken mal, vielleicht schießen wir ein Tor und das ist dann auch passiert. Mit dem 0-2 auch wieder eine einfache Situation, Mausefalle reingetappt, 0-2 und damit war es schon etwas hingelegt. Ja. Trotzdem Hochachtung für die Leistung der Mannschaft, tolles Publikum auch, Atmosphäre bis zur letzten Minute. War sehr, sehr gut, es sollte nicht sein, dass wir diese Sensation schaffen, es geht weiter. Glückwunsch an Hamburg. Ich hoffe, gegen Osnabrück kommen dann auch 14.000. Das wäre also schon mal super. Ne? Also die Atmosphäre auf jeden Fall war überragend, außer jetzt so ein bisschen viel Pyro gerade im HSV-Block. Okay, das sollte aber nicht das Spiel gestört haben. Wie hast du die Situation gesehen, René Adler, Marvin Ayani? Das muss man dann nochmal schlussendlich dann auch nochmal im Bild sehen. Schiedsrichter entscheidet, es ist keine Notbremse gewesen. Es war aber schon ein brutales Foul. Und da kann man, glaube ich, auch einen anderen Karton zeigen. Er hat sich für Gelb entschieden. Das war aber schon ein gesundheitsgefährdendes Spiel. Sehe ich eigentlich auch so. Jetzt gegen Osnabrück. Hast du jetzt als Trainer Probleme, die Mannschaft wieder einzuschwören gegen Osnabrück nach 0-4? Oder sagst du, die sind so stabil, das war heute so, wie Marvin das gerade sagte, eigentlich ein Bonusspiel. Jetzt konzentrieren wir uns auf das wesentliche dritte Liga-Meisterschaft. Ja, das wird eine Monsteraufgabe jetzt am Samstag. Osnabrück mit ganz breiter Brust, mit letzten Wochen siegreich gewesen, stabil. Haben den Weggang von Pisot hervorragend verkraftet, sind auf Platz 2. Wir gehen das positiv an und werden alles dafür tun. Und das ist auch die Mannschaft, die jetzt auch enttäuscht ist, logischerweise. Sieht man ja auch in den Gesichtern, der eine oder andere, die gesamte Mannschaft. Und dann stehen wir wieder auf. Das ist jetzt ein Spiel gewesen. Wir wollten die Sensation schaffen. Es ist uns nicht gelungen. Jetzt am Samstag ist wieder Tagesgeschäft. Und da wird sich auch wieder eine andere Mannschaft zeigen. Wie heißt es schön, lieber einmal 0-4 verloren als viermal 0-1. Viel Glück für Samstag. Okay, danke. Dankeschön. Dögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.